Willkommen zurück zu Let's Play The Amazing Spider-Man 2. Netzwurfversager! Und wir waren hier, mussten so einen Polizeikonvoi verfolgen. Oder erreichen. Und es leckt ein bisschen, aber es liegt an Straps, nicht im Spiel. Das Spiel ist. Hallo? Oh. Mann. Mit diesen Updates. Mitten während ich arbeite kommt Oracle irgendein Java Update. Wir haben Meldung erhalten, dass Verdächtige versuchen, in ein Gebäude einzubrechen. Hallo? Spiel? Ich entferne mich zu weit vom Geschehen. Ich würde niemals einen derartigen Schrotthaufen klauen. Okay. Dann machen wir die Mission. Wenn es mich ein bisschen verwirrt ist. Weil ich gerade Updates gemacht habe und so. Na, klasse, schon wieder ein. Und ich hatte wirklich Angst, dass mich jemand mit euch kommt. Alles jetzt, während ich aufnehmen will. Ja, geh weg. Mir egal, ob der Geburtstag hat. Geht es nicht weg? Bin alleine? Wie sich herausstellte, waren viele der von Spider-Man gefangenen Kleinkriminellen wegen Spiel. Oh Mann. Wo ist die Mission? So. Jetzt hasst nämlich die Polizei noch ein bisschen. Okay. Machen wir uns auf den Weg. Ich mach Neutralität draus. Aber keine Bombe. Bomben. Ich kann jetzt nicht gehen. Es sind Leute in Schwierigkeiten. Was willst du von mir? Ah, ich wollte da lang. Das ist ja Faust. Oder ich gebe diese Person. Ah. Ach komm bitte. Und ich habe einen Levelaufstieg von meinem Anzug bekommen. Mann! Krieg dich mal ein! So. Der blöde Gangster, der. Einheiten bitte auf Unruhestiftung reagieren. Verdächtige könnten bewaffnet sein. Könnten. Oh, heute habe ich was Wichtiges gelernt. Bösen Jungs aufs Maul zu hauen macht Spaß. Aha. Aha. So. Lass mich ran. Final Dein erster. Hier wieder ausweichen. Ich hab ein neues Gameplay gestellt, weil die Steuerung ein bisschen ankotzt. Weil was will ich denn mit der Ring-Taste? Mit dem mache ich ein Netz und ich kann es nicht umstellen. Und mit der Schlag-Taste springe ich. Scheiße. Deswegen hab ich nicht. Ich hatte wirklich Angst, dass mich jemand mit euch sieht. Mhm. Ist gut, da kommt auch keine Tasten mehr. 1 bis 10. Ich kann Xbox Zeit für alternative Transportmittel. Ja, bisschen negativ, aber. Ja, jetzt werde ich gleich wieder böse, wie eine scheiß Mission gerade ausfällt. Ein Foto machen? Ja. Mal sehen, ob ich Ihre Informationen fotografieren kann. Hey. Ja. Was soll ich das Foto denn sonst machen? Ja, was denn? Oh. Jetzt hat. Herr, sehr interessant. Okay. Langsam frage ich mich, wieso die Leute bei Oscorp nicht kündigen. Hm. Schnell zur Mission, sonst werde ich wieder negativer. Das Zeug, das wir transportieren, dem Hurt gehört haben. Dieser Kunde. So. Kram jagt mir Angst ein. Ich fühle mich besser, wenn du uns hilfst. Danke. Okay. Ist mir ein Vergnügen. Das Letzte, was wir brauchen, ist mehr gefährliches Zeug auf den Straßen. Ich kann solche Missionen überhaupt nicht. Ja, Meister der Subtilität sind die aber nicht, oder? Was machst denn du? Ich hasse solche Missionen, die kann ich gar nicht. Da bin ich stehen geblieben. Ja, mach doch!
Mann. Geh wieder auf den Konvoi. Auf den Konvoi! Was ist denn daran so schlimm? Sieht verdächtig aus. Oh Mann. Oh, Explosionen. Gut, dass ich trotzdem was sehe. Lass uns nicht. Sehr realistisch. Verpasst mir ein paar Löcher. Wir wollen nur die Ladung. Aha. Ja, wir sind die Ladung. Wieso, wieso machst du? Machst du? Was ist mein Konvoi? Ach, alles, worum gängig hey. Wären. Hör auf. Viele. Oh, da liegt hier noch. Gute Arbeit, Spidey. Spring rauf. Ich habe das Gefühl, dass das noch nicht alles war. Warte. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Ach, jetzt bin ich aber mal drauf, natürlich. Spider-Man, tu mir einen Gefallen und guck nach vorne. Was mache ich denn? Die Wagen wurden mit Sprengsätzen versehen. Ich muss sie neutralisieren. Feuerwerk. 1, 2, 3, 4. Vielleicht muss ich mal gucken, vielleicht muss ich irgendeine Taste machen. Besser da oben als hier unten. Und noch eine Bombe. Ein nettes Feuerwerk in der Nachbarschaft. Und wieder hoch auf den Konvoi. Da kann sich wieder bewegen. Stopp! Genau was ich wollte. Jetzt kannst du wieder drauf. Nein, da ist noch einer. Wenn ich einen anderen würde, dann von hier aus. Maul, sag das aber nicht. Wer kann? Jetzt. Motor ausschalten. Okay. Hey. Den kann ich nicht drauf. Okay, dann mache ich den so im Sprengsel-Modus. Ich sehe nichts. Ich sehe immer noch nichts. Okay. Mann. Dann vorhersehbar. Lass es im Sprengsel-Modus, weil sonst. Nein! Hau ab! Hau ab! Du machst nichts an meinem Konvoi, ja? Das ist mein Konvoi. Mit einem Schlag gekillt. Hey Spidey, kannst du das aus dem Weg räumen? Was denn? Da. Gute Arbeit, Spidey. Na los, wir ziehen weiter. Okay. Och nee. Diese Kerle meinen es ernst. Natürlich meinen die es ernst, was denkst du? Der andere. Da. So. Wo ist der Konvoi? Wo ist der Konvoi? Wo ist der Konvoi? Ach so. Lass mal runter nicht weiter. Leute, ich hab. Sie sind hartnäckig. Das muss ich ihnen lassen. Autobomben. Wenn die hier hochgehen, gibt es eine Katastrophe. Okay, ich muss die aufhalten. Und ich muss. Hier hält die volle Punktzahl. Okay. Und wieder aufs Auto. Drauf. Schwierig sitzt nur in meinem Kopf, aber. Was? Ich sehe wieder nix. Nein, das tust du nicht. Wieso sehe ich die Autos nicht? Wieso? Ich entschärfen soll. Oh, schon wieder. Ich denke jetzt mal, es ist zu viel drunter und drüber, da kann ich gar nichts sehen und das hasse ich. Manche Funktionen. Aber er sieht noch ganz gut im Stand aus. Noch. So. Kommt noch was? Hier ist nichts. Da vorne noch nichts. Es kommt sicher noch was. Der wird bestimmt in der Straße rein, oder? Natürlich. Haben wir es geschafft? Ja! Zentrale, hier Wagen ja. Motor 8. Wir haben das Kane-Museum überprüft. Nichts. Wir haben mit der Frau gesprochen, die uns angerufen hat. Sie schwört immer noch, dass Spider-Man eingebrochen ist. Aber das Gebäude ist verschlossen und es wurde kein Alarm ausgelöst. Ja, das weiß ich nicht. Verstanden, 228. Hat vermutlich zu viele von Jamesons Artikeln gelesen. Das Kane-Museum. Das ist nicht weit weg. Ein. Vielleicht sollte ich dort mal vorbeisehen. Ein bisschen Kultur kann meinem Ruf eigentlich nur gut tun.
erreiche das Museum. Das sollte ich wohl schaffen. Und ich bin jetzt genau in die falsche Richtung, weil ich diese Mission, diese Mini-Mission machen möchte. Komm, starte von allein. Die meisten starten von allein, aber hier muss ich extra in diese Klasse rein. Verfügbare Einheiten bitte auf Unruhestiftung reagieren. Verdächtige könnten bewaffnet sein. Was mit dem Schnapsladen? Oh, deine Waffe. Mir erzählt, dass du alles werden kannst, was du willst? Da lag sie mächtig okay. daneben. Okay. Oh, zwei auf einmal. Du hast ihn einfach ausgewungen. Ich einfach auf. Ausgewichen jetzt. Und dann hättest du gegeneinander laufen und rennen können. Oh ja. So wie in einem richtig dummen Comic. Von solchen Triumphen macht der Daily Bugle natürlich nie Bilder. Fühlt sich immer aber gut an, den Müll rauszubringen. Ja, das nervt auf Dauer. Man kann es ja nicht einfach überspringen. Man muss erst warten, bis die anfängt zu quasseln. Ach, manchmal träume ich davon, nach Hawaii zu ziehen. Aber da gibt es nichts zum Schwingen. Scheiße. Ja, wir machen es jetzt so voll professionell. Als ob ich auch wirklich schwingen könnte. So, genau. Es geht eigentlich nicht besonders schnell, aber es geht gut. Und ich möchte diesen Comic. Es ist mein Glückstag. Aha. Nein. Nicht? So. Nimm das Ding da. Ach nein, das Museum. Ach, oh ja. Museum sind nicht gut. Videospielen sind Museen. Museen. Sind dann nicht besonders hilfreich. Um Pazifisten zu sein. Ein Punkt weniger auf meiner Liste. Genau, das habe ich gesagt. Jetzt geh rein. Bevor ich es mal anders überlege. Oh, hallo. Krallen der Katze. Ja. Die Krallen der Katze. Nee, die Katze schläft gerade. Ich wette, das ist eine Menge wert. Hände weg. Halt dich an den Plan. Wir warten auf die Spinne. Wenn du den Alarm auslöst und die Cops kommen, wird dich kein Geld der Welt vor dem Kingpin retten. Kapiert? Sie wollen mir eine Falle stellen? Mit diesen Trotteln? Im Ernst jetzt? Und ich fall drauf rein. Ich schalte lieber die Kameras aus, sonst geben die Cops mir die Schuld dafür. Mal sehen, was ich tun kann, bevor sie mich bemerken. Bestimmt nicht besonders viel. Was ich warum aus? Nein! Hast du Pech, Vogel? Nein! Spring! Hab die Spinne! Oh. Hast du Pech, Vogel? Okay, dann machen wir es nochmal. Wie immer halt. Netzschuss auf irgendwas, Kamera. Was, du lebst noch? Ey, pass gut auf! Ich mach das kein zweites Mal nur für dich. An manchen Tagen läuft's einfach. Läuft. Wieso kann ich dich jetzt? Okay, ich kann dich doch mal attackieren. Ey, 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 ein wenig Privatsphäre bitte. Ich seh ihn! Wieso hast du keine Katana-Attacke gemacht? Bist du das, du Pechvogel? Yeah. Ja. Ich mach das. Felicia, warum bin ich nicht überrascht? Man sagt, Bösewichte fänden sich selbst gar nicht böse. Aber mal im Ernst, du musst das doch wissen. Wo ist die Kamera? Kamera. Hallo, Kamera. Was ist denn die? War doch gerade noch eine. Ach, es ist mir auch egal. Als ob ich das schaffen würde, ohne Kamera reinzufallen. Wer kann da schon widerstehen? Ich? Du? Sieht der mich?
Nein. Von dir hätte ich mehr erwartet, Felicia. Ja. Oh nein, er sieht mich. Wir hätten uns zusammentun können. Ich meine, zusammenarbeiten. Gegen böse Jungs kämpfen, statt selbst böse zu werden. Ich muss mal die Kamera aufhalten. Aber für den Kingpin zu arbeiten, Felicia? Organisiertes Verbrechen? Du bist besser als das. Woher weiß er, wie sie heißt? Okay, er nennt sie Blackcat, aber er nennt sie mit ihrem Vornamen. Die Maske macht mir keine Angst! Okay. Das ist schön. Naja, haben wir gleich alle. Das ist doch Mist! Das war nicht vorgesehen, dass wir allein gegen die Spinne kämpfen. Du hättest uns helfen sollen, Lady! Lasst euch das eine Lehre sein, Leute. Wenn ihr einer Frau folgt, nur weil sie eine gute Figur in einem Katzenkostüm macht, ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Ich will ja das Richtige tun. Aber deine Vorgeschichte ist nicht die beste. Mhm. Das ist mein Glückstag. Nein, das wollte ich auch nicht machen. Legst du dich absichtlich so lang? Ist das so eine Art? Ich nehme trotzdem keine Nummer oder so. Okay, das waren alle 12. Natürlich. Hätte ich brav im Knast warten sollen? Bis ich alt und schrumpelig bin? Ja. Nein, danke. Also hat dich der Kingpin aus dem Gefängnis geholt? Wie viel Macht hat der Kerl? Eine Menge. Darum geht es hier doch, oder? Macht. Seine, deine und meine. Oh. Oh. Heute habe ich was Wichtiges gelernt. Bösen Jungs aufs Maul zu hauen, macht Spaß. Tut mir weh. Das ist das Netty-Spiel. Okay. Jetzt hat er keinen zu treffen. Dann können wir ausweichen. Jetzt weißt du, wie sich andere fühlen, wenn du dich dauernd versteckst. Ich weiß, wo die ist. Gefunden. Ist sie das überhaupt? Ach ja, ich sehe. Wenn du dir weiterhin so wenig Mühe gibst. Hat das weh? Lass mich mal kurz. Wieso trifft die mich? Und wieso regeneriere ich mich nicht? Ich habe nur nicht den Regenerationstrick verstanden. So, jetzt hat eigentlich. Aber doch nicht. Nein, jetzt muss ich nicht sterben. So. Komm. Langsam glaube ich, du versuchst es gar nicht richtig. Ah, da unten. Da steht sie. Danke. Unsere Bösewichte fänden sich selbst gar nicht böse. Aber mal im Ernst, du musst das doch wissen. Nein, tut mir nicht weh. Nicht schon. Warum tust du mir weh? Ich bin gar nicht so böse. Ich wette, du warst im Versteckspiel immer der Schlechteste. Small. Ein Punkt weniger auf meiner Liste. Wo ist sie schon wieder? Aha. Ah. Ich hab die Taste vergessen. Hat deine Mama dir erzählt, dass du... So, jetzt hab ich sie wieder. Da lag sie mächtig daneben. Oh nein. Glasrohr oder was auch immer. Und ich kann mich nicht regenerieren. Aber ich weiß nicht wie. Du verzehrst dich doch danach, mich in die Finger zu kriegen, nicht wahr? Du böser Junge. So, versuchst du das nicht? Oh nein. Jetzt kann ich sie wieder treffen. Oh nein. Ich sehe gern zu, wie du einen Raum betrittst. Und vor allem, wie du ihn verlässt. Vor allem. Okay, du hast mich überzeugt. Kämpfen wir. Na los, besieg sie. Oh, ich kann sie auch mit dem Netz zutreffen. Diesmal? Aha, jetzt treffe ich, jetzt besieg sie.
wartet sie. Ein